Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gerne. Grüß Gott. Herr Angerer, heute gibt es den großen Villacher Kirchtag. Auf der einen Seite natürlich eine schöne Veranstaltung auch für die Bevölkerung. Auf der anderen Seite wird diese Veranstaltung heute auch von Walter Rosenkranz genutzt. Er wird dort Wahlkampf machen. Auf was stellen Sie sich persönlich ein? Ja, also wir freuen uns natürlich sehr, dass der Walter Rosenkranz heute seinen Aufenthalt in Kärnten nutzt, dass er mit uns auch in seinen Wahlkampf startet. Bei herrlichem Wetter, blauem Himmel, in der Nähe des und im Villacher Kirchtag, das größte Traditionsfest in Kärnten, Brauchtums- und Traditionsfest, und es wird ein toller Abend, bin überzeugt. Gerade darüber berichtet, die Umfragewerte der ÖVP sind im Keller. Immer wieder wird hinter vorgehaltener Hand auch darüber gesprochen, dass Bundeskanzler Karl Nehammer vielleicht sogar abgelöst werden könnte. Wie sehen Sie das? Ja, also das ist natürlich innerhalb der ÖVP, muss man schon sagen, fast Tradition, dass ein Obmann unter Druck kommt, wenn die Umfragewerte schlecht sind. Also kann man durchaus vorstellen, dass es da Diskussionen gibt. Wir freuen uns aber trotzdem, dass der Walter Rosenkranz als Kandidat hier in Kärnten als erster Mal auftritt. Und vor allem, ich habe ein bisschen ein Déjà-vu mit dem damaligen Kandidaten, mit Norbert Hofer, was ich so in der Bevölkerung spüre. Also sehr viele sehen das sehr positiv, und ich bin überzeugt, dass man mit dem Walter Rosenkranz ein ähnliches Ergebnis wie mit Norbert Hofer erreichen kann. Heute eben diese große Veranstaltung, denken Sie, hat es einen bestimmten Grund, dass Walter Rosenkranz ausgerechnet den weiten Weg jetzt antritt, um ausgerechnet beim Villacher Kirchtag dabei zu sein? Nein, es ist kein besonderer Grund. Der Walter Rosenkranz hat heute zwei Sprechtage in Kärnten als Volksanwalt. Er hat ja schon beim Auftakt des Wahlkampfes angekündigt, dass es natürlich eine ganz klare Trennung gibt. Er bleibt dann anschließend hier, also nachdem er seine berufliche Tätigkeit beendet hat, wird hier in Villach übernachten, wird in Kärnten bleiben. Wir gehen heute mit ihm auf den Villacher Kirchtag, treffen dort einmal unsere Jugend und dann, ich hoffe, und das wird auch sicher so sein, sehr viele interessierte Kärntnerinnen und Kärntner und Gäste. Und morgen soll der Walter Rosenkranz dann noch Ariach und Treffen besuchen, wo wir leider große Unwetterschäden gehabt haben. Und da will er sich vor Ort ein Bild machen. Herr Angerer, dann bedanken wir uns vielmals für das Gespräch. Gerne. Schönen Tag. Wiederhören.